Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Wire Tokyo. Ghost Wire Tokyo, ein schönes, ein gruseliges, ein nettes, ein sehr angenehmes Spiel mit sehr guten Sidequests. Ansonsten eher so, na, aber gut. Wir waren stehen geblieben irgendwo. Und zwar wollten wir noch die letzten drei von KKs Aufzeichnungen lesen. Dann haben wir noch ein paar Collectibles, die wir uns anschauen. Da lernen wir wieder ein bisschen was über die japanische Kultur. Finde ich immer nett. Schauen wir uns das mal an und dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Wir erhielten einen Bericht darüber, dass Menschen das Miauen von Katzen hören, die aber nicht auffindbar war. Von einer Katze nur. Also Singular. Ich für meinen Teil hielt es für nur für... Hey Leute, ich muss nochmal von vorne anfangen. Wir hielten einen Bericht darüber, dass Menschen das Miauen einer Katze hörten. So, gut gemacht. Die aber nicht auffindbar war. Ich für meinen Teil hielt es nur für einen Streuner, der rumjault, wie Katzen es eben so tun, und wollte es ignorieren. Aber Erika konnte Rinko überzeugen, dass wir der Sache nachgehen sollten. Also machten wir uns auf den Weg. Die Schreie kamen aus einem verlassenen Gebäude im Sanierungsgebiet. Ich hörte eindeutig das Miauen einer Katze, aber es war weit und breit kein Tier zu sehen. Jedenfalls nicht, bis Erika den Ursprung des ganzen Mysteriums entdeckt hatte. Eine Norikabe. Ein Yokai hatte den Zugang zu dem Raum versperrt, in dem die Katze saß. Also befreiten wir das kleine Kerlchen und alles war gut. Vielleicht sind an uns ja doch ein paar Tierschützer verloren gegangen. Ich muss zugeben, dass ich beeindruckt war. Erika hat die Gruppe nicht nur überzeugt, der Sache mit der Katze nachzugehen, sondern hat auch den Fall ohne große Hilfe gelöst. Sie wird eindeutig von Tag zu Tag besser. Ich gehe davon aus, dass sie uns allen in nicht allzu ferner Zukunft den Arsch retten wird. Und hey, weil sie dabei war, musste ich nicht einmal in der Nähe des dreckigen Viechs, und das alleine ist für mich schon Grund zum Feiern. Scheint mag Keke keine Katzen, aber gerade hat er noch Kerlchen gesagt, das klang nett. Gut. Irgendwas wollte ich dazu sagen, aber ich hab's vergessen. Ach ja, genau, was ist denn? Weil diese Tofu-Blöcke, die versperren ja immer nur die Türen und dann meint man, da ist eine Wand. Aber was wäre denn jetzt, wenn jetzt jemand kommt und entweder mit einem Vorschlaghammer, sagen wir mal, weißt du, wenn jemand zufällig sagt, hey, da würde ich gern ausbauen in die Richtung. Hau mal da die Wand ein. Und dann kommt einer mit dem Vorschlaghammer und haut genau die Wand ein, wo dieser Yokai steht. Dieser Tofu-Yokai-Block. Was ist denn dann? Bleibt der dann einfach stehen? Verschwindet der? Kann man die Mauer gar nicht einhauen? Was passiert? Oder wenn ein Gebäude abgerissen wird, bleibt dann der stehen und ist immer noch die Mauer? Fragen über Fragen. Naja. Der Kult des flatternden Tuches. Für gewöhnlich geben wir Kopien meiner Aufzeichnungen nach Abschluss meines Auftrags an die Klienten weiter. Diese Aufzeichnungen machen scheinbar gerade die Runde und es scheint, als würde sich die Existenz unserer Gruppe langsam herumsprechen. Und deswegen finden wir KKs Aufzeichnungen überall in der Stadt verteilt. Ich habe mich nämlich schon gewundert, wie das sein kann. Wie finden wir hier überall in der Stadt seine Aufzeichnungen, weil er die an die Klienten abgibt und deswegen lassen die überall liegen. Ich bezweifle allerdings, dass jemand das allzu ernst nimmt. Jetzt mal ehrlich. Wer würde unsere schrägen Geschichten schon Glauben schenken? Ich sollte eines Besseren belehrt werden. Da war zum Beispiel diese Sache mit dem Kult des flatternden Tuches. Es geht dabei um, es mag echt komisch klingen, ein flatterndes Tuch, das sich an Gebäude hochschwingt und durch die Luft segelt. Ein paar Spinner konnten es einfangen und jetzt beten sie das verfluchte Ding natürlich an. Keine Ahnung, was in den Köpfen der Leute heutzutage vorgeht. Das ist ganz sicher kein mystisches Stück Stoff, sondern ein Yokai.
ein Itanmomen. Und wer auch immer einem dieser Mistviecher begegnet, sollte besser nicht vor ihm auf die Knie fallen, sondern lieber die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Ein Itanmomen verheißt nichts Gutes. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Collectibles aus der japanischen Kultur, wie zum Beispiel Kokeshi. Eine zylindrisch geformte Holzpuppe mit rundem Kopf, länglichem Körper und ohne erkennbaren Gliedmaßen. Diese Puppe stammt ursprünglich aus der Region Tohoku und ihre Herstellung gilt als eine traditionelle Handwerkskunst. Für den Namen gibt es verschiedene etymologische Erklärungen. Eine hängt mit einer in der Edo-Zeit 1603 bis 1868 beliebten Kinderfrisur zusammen, bei der nur das Haar ganz oben auf dem Kopf lang gelassen wurde. Das ist ja jetzt auch wieder modern, ne? Im Grunde ein Iro, halt so ein bisschen. So klingt das zumindest. Diese Art Frisur wurde Keshibozo genannt und gilt als möglicher Ursprung für den Namen der Kokeshi-Puppe. Dann haben wir Kasarigoma. Dekorative Gegenstände, die auf Shogi-Spielsteinen basieren und Geschäfte zum Erfolg führen sollen. Das ist ein bisschen komisch, ne, dass ich diese 3D-Objekte mit dem gleichen Stick rumdrehe, wie ich den Text scrolle. Controller ein bisschen komisch gemappt. Aber gut. Auf Kasarigoma können verschiedene Kanji abgebildet sein, wie etwa das Zeichen des Königs bei Shogi oder des Pferds, jedoch mit Blick in die entgegengesetzte Richtung, was auch immer das bedeuten mag. Die Bedeutung dieser Abweichung, die auch linkes Pferd genannt wird, hat mehrere Facetten. Teilweise stammt sie daher, dass das japanische Wort für Pferd Uma, rückwärts ausgesprochen, eine verheißungsvolle Bedeutung hat. Ja, und welche? Außerdem gilt es als besser, ein Pferd von der linken Seite aus zu besteigen als von der rechten, da der Reiter nicht so leicht runterfallen kann. Daher heißt es auch, dass sich das Leben leichter navigieren lässt, wenn man ein Pferd von links aufsattelt. Selbst im übertragenen Sinn mit Kasarigoma. Zensu. Ein praktischer Papierfächer mit einem hölzernen Gestell, mit dem man sich unterwegs kühlende Luft zufächern kann. Während der Heian-Zeit 794 bis 1185 begann man, die Fächer mit Kunstwerken zu bemalen. Diese Kunstwerke werden Oigi-e genannt. Soroban, ein traditioneller Rechenschieber. Er ähnelt einem Abakus und besteht aus mehreren Stäben mit Perlen, die sich zum Rechnen bewegen lassen. Der Soroban basiert auf einem ähnlichen chinesischen Abakus namens Suampan, der später modifiziert wurde. Er kam in Japan erstmals im 16. Jahrhundert zum Einsatz. Trotz der weiten Verbreitung elektronischer Taschenrechner wird er heute noch in manchen japanischen Schulen verwendet, um das Kopfrechnen zu üben. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, ich habe auch noch nie verstanden, wie so Rechenschieber eigentlich funktionieren. Wie benutzt man die denn? Weiß das nicht. Weil ich meine, das sind jetzt auch noch immer nur fünf, was dieser dicke Mittelstreifen. Da bräuchte man eine Anleitung dazu, um zu verstehen, wie man den überhaupt benutzen soll. Eigentlich nimmt man dann quasi die unterste Reihe so als die Einerstellen und die obere dann als die Zehnerstellen und die Hunderterstellen und so, oder wie? Und so rechnet man dann wahrscheinlich. Keine Ahnung. Naja,
Machen wir weiter mit dem Schildplattkamm. Kämmer aus Schildplatt. Waren während der Edo-Zeit 1603 bis 1868 bei Frauen besonders beliebt. Das japanische Wort für Schildplatt hat eine etwas kompliziertere semantische Geschichte. Das Wort lautet Bekko. Aber es gibt verschiedene Schreibweisen dafür. Wenn es mit Kanji geschrieben wird, bezeichnet es die echte Karettschildkröte. Wird es in Hiragana, einer der phonetischen Silbenschriften Japans, geschrieben, bezeichnet es die chinesische Weichschildkröte. Diese Unterscheidung wurde im 19. Jahrhundert wichtig, als die Fertigung von Luxusgegenständen aus dem Panzer der Karettschildkröte verboten wurden. Viele Leute behaupteten dann, die andere Art von Bekko, also aus dem Panzer der chinesischen Weichschildkröte, zu besitzen, um sich nicht strafbar zu machen. Heute ist der Handel mit Karettschildkröten unter dem Washingtoner Artenschutzabkommen komplett verboten. Und dann haben wir dieses ganz, ganz bekannte, das hat jeder schon mal gesehen, oder? Dieses ganz bekannte japanische Gemälde. Ähnlich wie die Welle. Kennt das, glaube ich, auch jeder. Wenn auch nur als Karikatur vielleicht manchmal. Das ist wie die Mona Lisa im Westen. Nur halt ganz anders. Das Leben des Künstlers Charaku Toshizai ist von Geheimnissen umgeben. Sein Werk umfasst nur eine kurze Zeitspanne zwischen 1794 und 1795, nur ein Jahr, in der mehr als 140 Gemälde erschuf, vor allem von Kabuki-Schauspielern. What? Der hat innerhalb von einem Jahr 140 Gemälde gemacht, die vor allem von irgendwelchen Schauspielern handeln. Das sind ja, der hat ja, das sind ja quasi, das ist ja, meine Güte, der hat ja keine 3 Tage an einem Gemälde gearbeitet und dann next und ununterbrochen. Oder wie hat er das gemacht? Verzeihung. Danach brach seine Tätigkeit ab. Und er verschwand spurlos. Wer er wirklich war, ist umstritten, und sein wahrer Name wurde nie bekannt. Eine Theorie besagt, dass Charakus Kunstwerke ihm kein Geld einbrachten und zu seinen Lebenszeiten in Japan keine Betrachtung fanden. Dank der Arbeit des deutschen Forschers Julius Kurt erlangte Charaku im 20. Jahrhundert weltweite Anerkennung. Im Jahr 1910 veröffentlichte Kurt ein Buch mit dem einfachen Titel Charaku, das ihn dem Leser als einen der 3 großen Porträtmaler der Welt vorstellten, neben Rembrandt und Velázquez. Was? Von dem habe ich noch nie gehört. Aber gut, ich habe auch noch nie was von Charaku gehört. Insofern, im Laufe des folgenden Jahrhunderts wurde Charakus Werk, das so viele Jahre in Vergessenheit geraten war, eine Neubeurteilung zuteil. So, dann haben wir das nächste Gemälde heute, das wir in unserer Kunstgalerie vorführen können. Das berühmte Ukiyo-e von Hokusai, wie viele von Ihnen bestimmt wissen werden, war Hokusai Katsushika? Katsushika, vielleicht eher. Während der japanischen Edo-Zeit, die, wie Sie bestimmt wissen, von 1603 bis 1868 stattfand, als Künstler aktiv. Zu seinen bekanntesten Werken zählte die 36 Ansichten des Berges Fuji. Sein innovativer Malstil eroberte die Welt im Sturm und beeinflusste andere berühmte Künstler wie Van Gogh und Monet. Im Laufe seines Lebens schuf Hokusai über 30.000 Kunstwerke, die bis heute große Bewunderung finden.
Na gut, wenn 36 davon schon einfach nur die ganze Zeit immer der Fuji war, glaube ich schon, dass der schnell auf 30.000 kommt. Er malte bis ins hohe Alter und sollte auch auf dem Totenbett geklagt haben: Hätte ich noch 5 Jahre länger leben können, wäre ich vielleicht ein echter Künstler geworden. Ganz schöne Ansprüche an sich selbst. Porträt eines Geistes. Das gefällt mir. Das ist jetzt eher was, das mich anspricht, ästhetisch. Das mag ich. Wo haben wir denn das her? Ich kann mich gar nicht erinnern. Eine Hängeschriftrolle mit dem Bild eines Geistes. Geistergeschichten waren vor allem während der Edo-Zeit 1603 bis 1868 weit verbreitet. Diese Geschichten inspirierten einige Künstler dazu, die Essenz von Geistern einfangen zu wollen. Vielleicht ist dies eine Erklärung dafür, dass sie häufig als blasse, weiß gekleidete Gestalten ohne Beine dargestellt werden. Ach, dass die Darstellung quasi, also dass die Idee, wie Geister aussehen, von diesen Gemälden aus der Edo-Zeit stammt, oder wie? Das ist die These. Okay, interessant. Im alten Japan ging man davon aus, dass ein solches Bild sogar böse Geister vertreiben könnte. Ist natürlich ein guter Marketing-Gag, wenn man das so behauptet. Sie hingen in vielen Geschäften, um Wohlstand anzulocken und negative Energien fernzuhalten. Die Reiwa-Tafel. Eine eingerahmte Kalligraphie der beiden Kenji-Zeichen für Reiwa. Ähnliche Tafeln mit unterschiedlichen Schriftzügen findet man als Dekoration in vielen japanischen Haushalten. Diese beiden Schriftzeichen sind bedeutsam, da sie die Ära des offiziellen japanischen Kalenders repräsentieren, die am 1. Mai 2019 begonnen hat. Das Wort Reiwa wurde aus dem Manyoshu entlehnt, einer japanischen Gedichtsanthologie, Anthology aus dem 8. Jahrhundert. Es steht für die Idee, dass Kultur durch schöne Harmonie zwischen Menschen entsteht und gedeiht. Dann haben wir noch Kalebasse, ein Trinkkürbis, Gefäß oder so. Ein Gefäß, das durch das Aushöhlen und Trocknen eines Flaschenkürbisses hergestellt wird. Einmal hergestellt, kann ein Kalebasse als Dekoration oder zum Abfüllen von Wasser oder Alkohol verwendet werden, wie es seit Jahrhunderten üblich ist. Die Legende besagt, dass Kappa Flaschenkürbisse verabscheuen, obwohl sie ganz versessen auf Gurken sind, die aus der gleichen Pflanzenfamilie stammen, fliehen Kappa panisch, wenn sie einen Mensch mit Kalabasse sehen. Ist natürlich auch wieder ein ziemlich guter PR-Gag, wenn Leute an sowas wie Kappa glauben. Der Ursprung dieser Abneigung soll daran liegen, dass ein Kappa einst aufgetragen wurde, eine Kalebasse in einem Fluss zu versenken. Das Kappa scheiterte, denn das Gefäß schwamm trotz all seiner Bemühungen stets oben. Vollkommen frustriert machte er sich schließlich davon. Er muss aber schon sehr frustriert gewesen sein, wenn daraus dann eine Geschichte wurde, die alle Kappa überall in ganz Japan dazu gebracht hat, Angst vor Kalebassa zu haben. Ich habe versucht, ihn unterzutauchen, immer und immer wieder, aber er schwamm. Ich sage euch, er schwamm. Tja. Opern, das kenne ich. Die werden von Mauzi-Köpfen gepflückt, wo die dann einmal im Jahr nachwachsen. Eine Goldmünze, die während der Edo-Zeit, 1603 bis 1868, alles in dem Spiel ist aus der Edo-Zeit, als Zahlungsmittel von hohem Wert dienten. Basierend auf ihrem Wert in Reis und Buchweizen geht man davon aus, dass ein Obern heute in etwa 600.000 bis 3 Millionen
Yen wert wäre. Was? Ja, das steht da. 600.000 bis 3 Millionen Millionen Yen wert wäre, was ungefähr 5.000 bis 25.000 Euro entspricht. Das ist nicht schlecht für so eine Goldmünze. Fächer aus den 90ern. Zur Zeit der blassen Hochkonjunktur 1985 bis 91 steckte Japan in einer großen Wirtschaftsblase. Gleichzeitig feierte die Disco-Zeit ein Comeback. Und selbst zum Ende der Wirtschaftsblase waren die Clubs noch rappelvoll. Bei Frauen war es der angesagteste Trend, mit diesem gefliederten Fächer auf der Tanzfläche loszulegen. Yeah, okay. Oh, wir haben noch so viel vor uns. Na, es geht eigentlich. Garakai. Das ist wahrscheinlich sowas wie das Nokia 3210 oder so ähnlich aus unserem Kulturkreis, oder? Das ist wahrscheinlich so ein japanisches Kulthandy. Die Bezeichnung für diese Art von Mobiltelefon ist eine Wortkreuzung aus Galapagos, wirklich? Und Kaitai. Und kombiniert eine Anspielung auf Darwins Evolutionstheorie mit dem japanischen Wort für Handy. Aha, deswegen. Lange Zeit vor der Verbreitung des Smartphones hatten diese Klapphandys die Kommunikationsindustrie quasi fest in der Hand. Der Begriff Garakai verbreitete sich als mobile Funktionen und Dienste in Japan, den damaligen weltweiten Standard weit voraus waren. Die japanische Gesellschaft sah darin eine Parallele zu den einzigartigen evolutionären Entwicklungen, die Darwin an den Spezies auf den Galapagos-Inseln feststellte. Ja, ich sehe die Connection hier. Shamisen, ein dreiseitiges Musikinstrument, das von der Sangxian abstammt, der chinesischen Laute, die um das 16. Jahrhundert herum über die Ryukyu-Insel nach Japan kam. Während der Edo-Zeit wandelte sich die Shamisen von einem Instrument der Oberschicht zu einem, das von gewöhnlichen Bürgern gespielt wurde. Wie bei anderen Saiteninstrumenten kann sein Klang durch das Stimmen der Saiten verändert werden. Auf diese Flexibilität spielt eine japanische Redewendung an, die sich als die Shamisen spielen übersetzen lässt und bedeutet, dass jemand seine Äußerungen an seine Gesprächspartner anpasst. Furchin, ein japanisches Windspiel aus Glas, das an Dachrinnen oder vor Fenstern gehängt wird und bei Wind wunderschöne Klänge von sich gibt. Für viele Japaner steht Furchin symbolisch für den Sommer. Ihr Klang soll einen kühlenden Effekt haben, der die feuchte Hitze vergessen lässt. In Wirklichkeit dürfte, aber da müssten wir jetzt einen Physiker fragen, aber dürfte Klang immer eine wärmende Wirkung haben. Auch wenn es nicht viel ist, auch wenn man es gar nicht merkt, wenn man es vielleicht kaum messen kann, außer mit ultrafeinen Geräten, Schall und somit Vibration dürfte immer Wärme erzeugen und nicht kühlen. Tut mir leid, liebe Japaner. Aber der Myth is busted. Der Ursprung der Furchin lässt sich auf eine chinesische Glocke zurückführen, die während der Tang-Dynastie 618 bis 907 zur Wahrsagerei verwendet wurde. Als die Glocke nach Japan kam, wurde sie verwendet, um Geister abzuwehren. Wie alles in Japan anscheinend. Zumindest suggeriert mir das Spiel. Aber in dem Spiel geht es auch um Geister und komische Wesen. Da ist es klar, dass da hauptsächlich Objekte drin sind, die irgendwas mit Geistermythologie und Geisterkult und so weiter zu tun haben. Während der Edo-Zeit, 1603 bis 1868, wurde sie schließlich fertig. So, weiter geht's mit Horagai. Ein Musikinstrument aus dem Haus einer
Meeresschnecke, das in Japan erstmals in der Heian-Zeit 794 bis 1185 zum Einsatz kam. Während der Zeit der streitenden Reiche, etwa 1467 bis 1591, wurden Schneckenhörner benutzt, um auf dem Schlachtfeld Befehle zu erteilen und die Moral der Krieger zu stärken. Solche Hörner werden als Shinga bezeichnet. Rando Zero. Eine speziell für Grundschulkinder angefertigter Rucksack. Solche Taschen sind in Japan als Rando Zero bekannt. Sein Name, der von dem niederländischen Wort für Rucksack stammt, hat das ursprüngliche Design basiert auf Rucksäcken, die von Soldaten benutzt wurden. Okay. Ab etwa 1887 wurden Lederranzen wie dieser standardmäßig von Schülern in ganz Japan verwendet. Modell des Tokyo Towers. Der Tokyo Tower ist ein Fernsehturm aus Stahlfachwerk, der als Touristenattraktion und kulturelles Symbol gilt. Er wurde 1985 eröffnet und hat eine Gesamthöhe von 333 Metern. Das ist natürlich schön. Natürlich schön, so eine Schnapszahl als Höhe zu haben. Schwarze Hornbrille. Schwarze Hornbrillen sind keine ungewöhnlichen Anblicke, aber jene, die mit amerikanischen Krimis vertraut sind, fühlen sich bei dieser Brille vielleicht an einen bestimmten legendären Detektiv erinnert. Ein amerikanischer Krimi, wo jemand so eine Hornbrille trägt, ist wahrscheinlich was Älteres, das ich nicht mehr kenne. Fällt mir zumindest gerade nichts ein. Und die wollen den Namen anscheinend nicht nennen, vielleicht aus Lizenzgründen oder so in dem Text. Bis heute hat er viele schwierige Fälle gelöst, doch sein aktueller Aufenthaltsort bleibt ein Geheimnis. Dass eine solche speziell angefertigte Brille in Tokio auftaucht, weist darauf hin, dass er die Stadt bereist hat. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, wie es klingt. Immerhin hat er japanische Vorfahren. Ein berühmter amerikanischer Fernsehkrimi mit japanischen Vorfahren, der eine Hornbrille trägt. Ich komme nicht drauf. Vielleicht, wenn ich's dann weiß, dann ist es so, natürlich, klar. Aber nee, keine Ahnung. Der Drache sieht lustig aus. Der gefällt mir. Drache. Drachen. Ein Spielzeug, das aus einem mit Papier bespannten Bambusrahmen besteht. Man befestigt eine Leine daran und lässt es mit Hilfe des Windes in den Himmel aufsteigen. Drachen stammen aus China, wo sie ursprünglich zu militärischen Zwecken eingesetzt wurden. In Japan lässt man sie traditionell während des Neujahrs steigen. Drachen steigen zu lassen war ein beliebter Zeitvertreib während der Edo-Zeit 1603 bis 1868. Das ging so weit, dass die Besitzer der Drachen untereinander in Streit gerieten, ihre Drachen in Äckern zum Absturz brachten und sogar Wohnhäuser beschädigten. Als Folge davon wurde Drachensteigen schließlich von der Shogunatsverwaltung verboten. Das ist so ein bisschen wie aktuell die Feuerwerksverbieten-Diskussion auch, ne? Da war wahrscheinlich auch der Shit los, als plötzlich die Drachen verboten werden. Da hieß es auch, nein, ich lasse mir doch die Freiheit nicht nehmen, meine Papierdinger in den Himmel zu schießen und Gebäude zu beschädigen. Japanischer Nashornkäfer, die sind auch sehr bekannt, ne? Die kennt man aus ganz vielen. Überall. Kabuto-Käfer heißen die, glaube ich, auch, oder? Oder ist das wieder was anderes? Wer weiß. Diese Käfer sind bei Kindern aufgrund ihres schillernden Panzers und des auffälligen Horns sehr beliebt. Wegen ihrer Ähnlichkeit zu den Helmen der Samurai, den Kabuto, werden sie Kabuto-Mushi genannt. Seltene Arten und große Exemplare werden unter leidenschaftlichen Sammlern zu hohen Summen gehandelt, bis zu 200.000 Yen, was etwa 1.500 Euro entspricht. Diese Käferarten galten lange als ausschließlich nachtaktiv. Jüngste Forschungen weisen jedoch darauf hin, dass sich die Art ihrer Nahrung darauf auswirkt, wann sie aktiv sind.
Papierkranich. Ein quadratisches Stück Papier, das sorgfältig zu einem Kranich gefaltet wurde. Das Stück Papier wurde dabei nicht zerschnitten. Papierkraniche werden manchmal als Geschenk für Kranke gefaltet. Wenn man 1000 Kraniche auf einer Schnur auffädelt, wird das Senbatsuru genannt, was wortwörtlich 1000 Kraniche heißt. Ich hab Fragen, aber okay. Das wird wohl nicht näher erklärt. Warum macht man das und faltet da einer die 1000? Ist das so ein Lebensziel von so japanischen Origami-Künstlern? Senbatsuru werden an Kranen oder verletzt. Was? Werden an Kranke und Verletzte verschenkt, um Genesungswünsche zum Ausdruck zu bringen. Das hatten wir schon im ersten Absatz. So. Dann haben wir die Daikon-Alraune. Die sieht natürlich lustig aus, ne? Ein großer japanischer Rettich, der an einen menschlichen Körper erinnert. Die verdrehten Wurzeln sehen fast aus wie die Beine und die Blätter die Haare. Ein wahrlich seltsamer Anblick. Vielleicht sind hier übernatürliche Kräfte am Werk. Natürlich denkt man... Warte, ich muss ihn mal kurz... So. Ja, so ist gut. Natürlich denkt man bei wie Menschen aussehenden Gewächsen sofort an die Alraune. In Volkssagen wird ihr vielseitiger Einsatz in der Alchemie überliefert. Und auch die Annahme, dass sie aufgrund ihrer menschenähnlichen Gestalt laufen könnten, wenn sie ausgewachsen ist. Alraunen wurden magische Eigenschaften zugeschrieben, doch zieht man sie mitsamt ihrer Wurzeln heraus, treiben ihre schrecklichen Schreie ein in den Wahnsinn. So war Kreativität gefragt und manch einer sollte die Arbeit seinem Hund überlassen haben. In der echten Welt gehören Alraunen zur Gattung Mandragora, zu den Nachtschattengewächsen. An ihnen ist nichts Magisches, aber sie sind giftig und nicht zum Verzehr geeignet. Die drei Affen. Nichts hören, nichts sprechen, nichts sehen. Die drei Affen sind ein gängiges Motiv aus der Kunst. Das kennt man auch hier im Westen, sehr verbreitet, ne? Bei dem sich je ein Affe die Augen, Ohren und Mund zuhält und somit das Sprichwort nicht sehen, nichts hören, nichts sagen versinnbildlicht. In der ursprünglichen japanischen Bedeutung war die moralische Botschaft die, dass jemand, der reinen Herzens ist, nicht Schlechtes sehen, hören und darüber sprechen sollte. Eine berühmte Schnitzerei des Affentrios findet sich im Shinto-Schrein Nikotoshogu, der dem ehemaligen japanischen Herrscher Ieyasu, glaube ich, Tokugawa gewidmet ist. Kleine Holzpuppen, aus Holz geschnitzte Puppen, sie ähneln Gottheiten, die Wünsche erfüllen und Glück bringen. Sie werden in Abashiri auf der nördlichen Insel Hokkaido als Andenken verkauft. Die Puppen wurden erstmals 1954 von den Gefangenen der Stadt hergestellt, als Reaktion auf den damaligen Mangel an Arbeit für sie. Shisha-Statuen. Shisha sind legendäre okinawische Kreaturen, die das Böse fernhalten können. Sie wurden nach dem Vorbild chinesischer Wächterlöwen gestaltet und ihr Name leitet sich vom chinesischen Shishi ab. Die älteste Shisha-Statue ist der Tomimori, der 1689 in einem Gebiet namens Kuchinda gefertigt wurde. Zu jener Zeit kam es oft zu Bränden und Shisha sollten als Wächter vor Feuer schützen. Die sehen auch selber ein bisschen aus, als würden sie brennen. Oder wären sie sehr windig eher. Sehen eher windig aus. Japanische Puppe.
Ich, hatten wir das, hatten wir den nicht schon? Na egal, komm. In vielen Fällen wird die Bezeichnung japanische Puppe für Puppenmädchen in traditioneller japanischer Kleidung verwendet. In der Edo-Zeit 1603 bis 1868 galten sie als kostbare Hochzeitsgeschenke für die Töchter der Samurai-Familien. Laut japanischen Großstadtmythen sollen die Haare dieser Puppe wachsen können. Einige solche Legenden drehen sich um die Lieblingspuppe eines Mädchens, das im Kleinkindalter verstarb. Anfangs hatte die Puppe einen Kurzhaarschnitt, doch das Haar wurde immer länger, angeblich weil die Puppe vom Geist des Mädchens besessen war. Und dann haben wir hier noch Amel no Murakumo no Tsurugi. Eines der drei wichtigsten Objekte der japanischen Mythologie, die gemeinsam als Throninsignien bekannt sind. Und wir finden das hier einfach so rumliegen in der Stadt und nehmen das dann mit uns mit. Na meinetwegen. Die Legenden besagen, dass dieses Schwert aus dem mittleren Schwanz der achtköpfigen Schlange Yamata no Orochi erschien. Okay, als Susanoo diese erschlug. Das Wort Murakumo im Namen des Schwertes bedeutet grob übersetzt Wolkengruppe und stammt daher, dass über Yamata no Oroshis Köpfe stets Wolken hingen. Der Legende nach kam das Schwert später in den Besitz von Yamato Takeru, der es benutzte, um einer tödlichen Situation zu entkommen, indem er brennendes Gras mähte. Daher ist das Schwert auch unter dem Namen Kusanagi no Tsurugi, die grasschneidende Klinge, bekannt. Ups. Es wird manchmal auch Amel no Murakumo no Tsurugi genannt. Gut, ein paar Sachen haben wir noch. Das verfluchte Video. Den Film haben wir alle gesehen, glaube ich, oder? Videokassetten benötigen zum Aufnehmen Videobänder. Früher wurden dabei viele Fernsehserien und Ähnliches aufgezeichnet. Die Aufschrift auf der Kassette klingt ziemlich unheilvoll. Verfluchtes Video. Die Aufzeichnung ist ebenso unheimlich, wenn auch schwer zu erkennen. Manche Flüche können auf Videoband aufgezeichnet und dann selbst als Kopie vom Band verbreitet werden. Dies gilt nicht nur für Filmaufzeichnungen, sondern auch für Texte. Selbst dieser Text hier könnte einen Fluch enthalten. Das ist ja witzig. Man darf quasi, wenn man Flüche glaubt, in Japan nichts lesen, nichts anschauen, nichts machen, am besten immer nur die Wand anstarren. Und selbst das Muster der Tapete könnte wahrscheinlich ein Fluch sein. Makabres Messer, die Lieblingswaffe von Hanako-san, einem Geist, der aus den Toiletten japanischer Schulen sein Unwesen treiben soll. Auf den Toiletten japanischer Schulen ist ein Geist mit so einem Messer. Das ist unangenehm, wenn man japanischer Schüler ist und an sowas glaubt. Von diesen Geschichten existieren zahlreiche Variationen, was sie zu der wohl bekanntesten Gruselgeschichte im ganzen Land macht. In den meisten Geschichten kann man Hunako-san herbeirufen, indem man dreimal an die Tür einer leeren Toilettenkabine klopft und ihren Namen ruft. Wenn sie erscheint, soll Hanako-san fragen, was möchtest du spielen? Man darf auf keinen Fall antworten, möchte Vater, Mutter, Kind spielen. Denn darauf erhält man eine äußerst brutale Antwort. Naja, das klingt nach einem relativ harmlosen Geist, da müssen schon sehr spezifische Sachen passieren. Also, dass die mal zufällig versehentlich jemanden umbringt, ist unwahrscheinlich. Muss man schon wissen, was man macht. Die mumifizierten Überreste eines Hundes, mit denen eine Art Hundegeist Inagami beschworen wird. Bei dem grausamen Ritual wird ein Hund bis zum Hals eingegraben und dann getötet. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Der daraus hervorgehende Geist wirkt tödliche Flüche auf den Feind seines Herrn und hält das Böse von einem Haus fern, das er beschützt.
Minamoto no Yorimasa, ein General der Heian-Zeit 794 bis 1185, erschlug in Kyoto eine Kreatur namens Nue, zerkleinerte sie dann, warf sie in einen Fluss. Als die Kadaverteile in Shikoku an Land trieben, wurden sie zu Inugami. So entstand diese Legende. Dann haben wir noch eine Zuke eines Karakasakoso, die Miniaturfigur eines Karakasakoso, Teil eines Sets aus 15 Yokai. Ach, gibt es die wirklich zum Sammeln? Dann habe ich noch nicht viele gefunden. Aus 15 Yokai Netsuke sammelt sie alle. Wenn man Dinge schlecht behandelt, werden sie zu Yokai. Sei immer dankbar und geh sorgsam mit ihnen um. Ach, und da haben wir schon den zweiten. Zwei haben wir schon. Die Miniaturfigur eines Kochiobake. Teil eines Sets aus 15, sammelt sie alle. Sagt die Zunge etwas über unseren Gesundheitszustand aus? Vermutlich ist nicht viel dran, aber eine verfärbte Zunge könnte ein schlechtes Zeichen sein. So, alles gelesen. Jetzt können wir noch 30 Aktionspunkte ausgeben. Ihr seht schon, ich habe ziemlich viel hochgelevelt bei meinen Erkundungen. Ich glaube, ich erhöhe jetzt mal die Kapazität unserer Pfeile. Das ist immer gut. Bling. Ja, komm. 20 Pfeile. Dann kann man mit Pfeil und Bogen auch mal ordentlich kämpfen. Hey, gar nicht schlecht. Und jetzt erkunden wir dieses Geisterhaus, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Wir sollen uns hier umsehen, hat uns ein Geist angezeigt. Und wir haben auch einen Schlüssel für dieses Gebäude in einem Schließfach gefunden. Von unseren ehemaligen Geisterjägerpartnern, also von KK. Dann gucken wir jetzt mal, was uns hier in diesem Haus erwartet. Wir ducken gleich nochmal. Genauso. Ah. Na komm. Ja, eine Katze miauen. Was ist denn das da für ein goldenes Leuchten gewesen? Ich hoffe, ich denke dran, dass wir das später nochmal schauen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, oder? Jetzt sehe ich es auch nicht mehr. Das war komisch. Okay, ich höre seltsame Geräusche von da hinten. Ach, jetzt sind wir auf dem Dach. Wahrscheinlich hätten wir über das Dach quasi auch in das Gebäude gekonnt. Naja, wieder rein mit uns. Ah, oh, habt ihr das gesehen? Das war komisch. Teleportationskräfte. Da ist es wieder, das goldene Leuchten. Wo müssen wir denn bitte hin? Bin ich schon zu hoch? Hätten wir da reingemusst, wo ich dieses Unkraut weggemacht habe, vielleicht? Welchem Stockwerk war denn das jetzt? Ich glaube, ich klappe mal alle Türen ab, oder? Weiß ja nie. Ich glaube, ich habe was übersehen. Apartment 302. Geht irgendwo die Zahl dran? Ah, guckt hier. Na dann. Ich habe ein mieses Gefühl. Sieh dich um. Sieht auf jeden Fall ein bisschen gammelig aus drin. Hallo Katze. Lesen wir mal die Gedanken der Katze. Wer ist das denn?
Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte ich mir das was Neues suchen. Was das wohl ist? Zeitschrift mit Gratistasche. Was? Eine dünne Zeitschrift, zu der man eine edle Handtasche bekommt, die mehr wert ist als die Zeitschrift selbst. Seltsam. Ja, aber wirklich. Lesen wir immer alles gleich, dann haben wir nie wieder so lange Lesesessions wie jetzt, die letzte und diese Folge. Man könnte meinen, eine dünne Zeitschrift, die eine edle und eine edle Handtasche wäre eine seltsame Kombination. In Japan ist es jedoch nicht ungewöhnlich, dass einem Magazin ein wertvoller Gegenstand beigefügt wird. Ein attraktives Angebot für Kunden. Aber der Ursprung dieser Praxis ist etwas rätselhaft. Eine Erklärung lautet, dass Verlage die meisten Einnahmen durch Werbeanzeigen erzielen, sodass eine Zeitschrift profitabler ist, wenn sie sich aufgrund einer hochwertigen Beilage häufiger verkauft. Auf jeden Fall ist es schwer, einem solchen Schnäppchen zu widerstehen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn das börsennotierte Unternehmen sind, dass man dann super gut seinen Aktionären sagen kann: Ja, guck mal, unsere erste Aufgabe, gleich mal 185 Milliarden verkaufte Ausgaben. Dann sagen die, oh, und klatschen und nicken und die Kurse steigen. Und dass man in Wirklichkeit irgendwie einen Verlust von 158 Trilliarden Space-Dollar gemacht hat, das wird unterschlagen. Das wäre meine These. Aber was weiß ich schon. Ups, falsche Schultertaste. Oh, eine Katzenstatue im Bad. Überall Katzen hier. Es ist ein sehr Katzenreich. Gruselküche. Na nu, was haben Noch wir denn eine hier? Seelenspur. Ist das Rinko? Warte, hier ist noch jemand. Ich habe sie im Krankenhaus gesehen. Sie gehört zu den Besuchern. Ich wusste, dass sie nicht echt ist. Sie müssen Rinko geschnappt haben, als sie Erika gesucht hat. Okay, Renko ist quasi eine Falle. Die hatten wohl was Größeres vor. Oh Katze, warst du eingesperrt? Wenigstens habe ich noch Futter. Lange sind sie nicht allein hier. Alles gut. War's das schon? Gehen wir wieder? Sie haben sich wohl gemeinsam um die Katzen gekümmert. Na dann. Dann ist die Katze jetzt wohl aus dem Sack, ha? Könnte man sagen. Gut, dann hat die ganze Heimlichtuerei auch mal ein Ende. Ich lasse euch einfach hier drin. Sie ist weg. Sie kann nicht weit sein. Finde sie. Cool. Aber Moment mal, sind die Antagonisten in dem Spiel auch Besucher? Ich dachte, das sind Menschen. Jetzt kenne ich mich gar Rico? nicht mehr aus. Mann, du hast es vermasselt. Ja, ich mach's wieder gut. Jetzt schnell. Ja.
Ich beeil mich. Da drüben! Rinko, das verzeihe ich dir sicherlich. Okay, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber wir können zumindest wieder gemeinsam kämpfen, oder? Vielleicht. Hängt von dir ab. Das ist schon cool gemacht, ne? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Das ist eine gute Frage. Oh! Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Das war eine ziemlich coole Blende jetzt gerade. Dass wir jetzt wieder in der Spielwelt sind. Glaube ich zumindest. Bin mir auch nicht sicher. Wir holen uns Rinko zurück. Sind wieder draußen. Wo ist Rinko? Los, finde sie! Ah, sieht aus wie der Spielplatz von vorhin. Sie hat sich von Rinko gelöst und ist weg. Wo ist Rinko? Oh, ein Glück. Es geht dir gut. Ja, alles gut. Was ist mit dir? Alles in bester Ordnung. Ganz sicher? Ja, für alles ganz. Und ich konnte dadurch auch ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ich weiß jetzt, wo der Nebel herkommt. Ich werde euch alles erklären. Jetzt? Oh, ich brauche erst was zu schreiben. Brauchst du nicht. Das Gute an meiner neuen Form ist, dass ich keinen physischen Einschränkungen mehr unterliege. Ich übertrage es einfach an euch. Den Rest müsst ihr selbst erledigen, Jungs. Kümmern wir uns um die neuen Theorie. Aha, wir haben neue Theorie aufgedeckt. Sehr schön. Das heißt nämlich, wir können jetzt mehr von der Welt erkunden. Ah, und zwar wie ganz viele. Ja, jetzt zeigt er mir wirklich alle einzeln. Ach, come on. Jaha, ich hab's verstanden. Danke. Ah ja, aber noch lange nicht alles. Aber nach oben hin können wir jetzt einen ganz großen neuen Stadtbereich aufdecken. Da wäre zum Beispiel gleich mal unser erstes Portal, nehme ich an. Wahrscheinlich. Ja, da gucken wir jetzt mal hin. Warum nicht? Ich muss mal schnell schauen, weil ich habe gerade schon wieder hier nochmal einen Geist rumfliegen sehen. Genau. Bei den Wohnblocks hatte ich immer ein mulmiges Gefühl. Dort ist es zu ruhig.
Ah ja, hier waren wir noch gar nicht. Guck mal, das Gebäude sieht interessant aus, ne? Irgendwie cool. Schauen wir uns von da drüben nochmal an. Es hat was, gefällt mir. Ah ja, da wollte ich hin, perfekt. Müssen wir nur ein paar von diesen Geistern wegschießen, aber die sind nicht so tragisch. Oh, so eine ist auch noch da. Die finde ich schon nerviger. Gut. Ich will immer nachladen, witzigerweise. Es ist lustig, weil es ist natürlich Quatsch. Ich muss nicht nachladen. Okay, war's das? Nee, irgendwo ist noch ein Gegner. Ihn aber nicht. Ja, keine Ahnung, dann wird das jetzt hier mal gereinigt. Ach, das geht nicht. Wahrscheinlich, weil da noch irgendwo ein Gegner ist. Könnte es sein, dass der unter mir ist? Oder irgendwie sowas? Das halte ich nicht lange durch. Oh Gott, raus mit uns. Aber die beiden nehmen wir mit. Die beiden Geistercluster. Da ist irgendwo ein Geist blöd rumgeglitscht oder so. Keine Ahnung. Ach, da oben ist er. Guckt. Habe ich gar nicht gesehen. Weggepufft. Wunderbar. Wir haben es gleich. Halt die Augen offen. Früher oder später werden sie aus ihren Löchern kriechen. Eine neue Kette. Jetzt haben wir die Wasserkette. Ich bin kein Fan von diesem Wasserschuss. Den mag ich irgendwie eh nicht. Was trage ich denn aktuell? Die Windkette und die Spürhundkette. Die mich KKs Aufzeichnungen finden lässt. Sehen wir nicht übrigens total cool aus? Inspiriert von Detektiv Conan. Drei Ketten können wir insgesamt irgendwann mal maximal ausrüsten. Okay, naja. Muss man sich immer ein bisschen entscheiden, leider. Ich hätte gern alle Ketten einfach. Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen, dass die mir einfach alle Ketten geben? Sprengt alle Ketten! So, welches Gebiet haben wir jetzt freigelegt? Komisch, ne? Hier war das Portal. Wir haben damit das Gebiet hier oben freigemacht. Jetzt gehe ich aber erst... Okay, gehen wir da lang. Müssen wir nur ums Eck gehen, weil hier ist noch ein bisschen Nebel. Oh, oh. Oh, hat funktioniert. Ich dachte schon, ich falle. Was ist denn das? Tori, wenn du es reinigst, wird der Nebel in der... Aha, okay. Komisch, dass da auch ein Tori-Tor ist. Oh! Aufgepasst! Ich hoffe, ich muss nicht all diese Tore reinigen. Nein, eins hat gereicht.
Ist aber irgendwie ziemlich cool. So, wie wir das dreimal klopfen. Aber das ist keine Schultoilette. Das funktioniert hier wahrscheinlich nicht. Ah ja, hier geht's eh zu dem anderen Tor, wo ich eigentlich hin wollte. Ein super wütender Heinrich. Na, geht er denn hin? Ach, hey! Ich finde, dass die durch alles durchgehen können, ist schon gemein genug. Weil dass die ihre Projektile auch noch durch Objekte durchwerfen, das geht mir zu weit. Das finde ich nicht nett. Okay, das hat geklappt. Okay. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich die jetzt killen kann. Stealth killen. Hat irgendwie nicht funktioniert. Oh Gott, wir sterben gleich. Ich habe meine Energie komplett übersehen. Wir müssen mal ein bisschen was essen. Das war knapp. Vor lauter Rumblödeln. Okay. Das war mein letzter Schuss. Keine Munition mehr. Aber passt der. Wunderbar. Perfekt. Oh, haben wir jetzt einen riesen Wald freigeschaltet, den wir jetzt erkunden können. Das ist nach so viel Großstadt. Das Licht schwindet. Schon cool. Wir sollten uns jetzt beeilen. Beten wir mal, dass wir Statuen finden. Warum nicht? Werden uns die jetzt auf der Karte angezeigt? Solche Zeiten finden viele zum Glauben. Ach, wenn's hilft. Und eine Feuerkette. Die finde ich schon interessanter, glaube ich. Feuer finde ich eigentlich cool. Ah ja, guck, jetzt wird uns hier wirklich eine Statue angezeigt zum Sammeln. Cool. Ach, ist das schon unser Hauptziel? Interessant, das ist cool. Aber das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Für heute Schrein laden. Pfeile und Nahrung kaufen. Naja. Heute machen wir Schluss im Stream dann wahrscheinlich. Im nächsten Stream werden wir wahrscheinlich hier den Wald durchschreiten und zur nächsten Hauptmission kommen. Geht's eigentlich nach unten noch weiter? Könnte... Nee, hier ist... Na, da schon noch. Da nach rechts geht's noch weiter unten. Das sieht man, klar. Schon allein wegen den Missionen und so. Aber ja, ist schon noch ein ganz schönes Gebiet hier für uns. Naja, machen wir jetzt aber Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.